Die Debatte um das Bürgergeld in Deutschland gewinnt an Schärfe, als die CDU Pläne zur grundlegenden Überarbeitung des Systems vorlegt. Während die SPD die Forderungen zurückweist und die Bedeutung sozialer Sicherheit betont, werden die Unterschiede in den politischen Ansätzen deutlich. Erfahren Sie mehr über die kontroversen Diskussionen und die geplanten Änderungen, die das Bürgergeldsystem in seinem Kern erschüttern könnten. Und damit hallo Politikfreunde. Lasst mir ein Abo da für weitere politische Nachrichten. Die CDU plant, das Bürgergeld, das im Jahr 2023 im Zuge einer Reform eingeführt wurde, grundlegend zu überarbeiten und den Namen zu ändern. Diese Pläne stoßen auf Widerstand seitens der SPD, deren Vorsitzender Lars Klingbeil die Forderungen der CDU zurückwies. Klingbeil betonte, dass die Höhe des Bürgergeldes durch ein Urteil des Verfassungsgerichts festgelegt sei und bereits umgesetzt wurde, mit Zustimmung auch von Seiten der Union. Er unterstrich die Bedeutung sozialer Absicherung und kritisierte Angriffe auf den Sozialstaat als unangebracht. Weiterhin warf Klingbeil der CDU vor, wirtschaftliche Stabilität und soziale Sicherheit gegeneinander auszuspielen. Er betonte, dass die SPD glaube, dass beides Hand in Hand gehen müsse. Die CDU plant jedoch eine umfassende Überarbeitung des Bürgergeldsystems und beabsichtigt, den Namen in Neue Grundsicherung zu ändern und das System in seiner aktuellen Form abzuschaffen. Die Partei argumentiert, dass der Begriff Bürgergeld irreführend sei und das politische Konzept eines bedingungslosen Grundeinkommens widerspiegele, das sie klar ablehne. Die CDU fordert unter anderem eine Reform der Hinzuverdienstgrenzen, um Anreize zur Arbeitsaufnahme und Mehrarbeit zu erhöhen. Zudem sollen Vermögensprüfungen wieder ab dem ersten Tag der Grundsicherung durchgeführt werden und die Grenzen für Schonvermögen sollen gesenkt werden. Das Bürgergeld, das im Zuge einer Reform der Ampelkoalition Anfang 2023 eingeführt wurde, soll Menschen unterstützen, deren Einkommen nicht zum Lebensunterhalt ausreicht, obwohl sie arbeiten können. Es beinhaltet Maßnahmen zur Beratung, Aus- und Weiterbildung, um den Betroffenen zu helfen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.